Fünf Minuten nach sechs. Kurz vor New York. Aufgänge sind gesperrt. Es schüttet. Hier auf dieser Insel Manhattan, die ist also eine kleine Insel, nur 21 Kilometer lang und maximal 3,7 Kilometer breit. Hier leben 1,6 Millionen Personen. Man hat eine Bevölkerungsdichte von 28.000 Personen pro Quadratkilometer. Liebe Gäste der AIDA Ma, wir befinden uns jetzt auf dem Hudson River, Hudson-Fluss, der nach dem Engländer Henry Hudson benannt wurde, der hier im Jahre 1609 entlang segelte und die Nordwestpassage suchte. Er war für die britische Krone unterwegs und hat das Land für England annektiert. Und wir verlassen langsam die Südspitze von Manhattan, Lower Manhattan auf Englisch benannt, und nähern uns Midtown, das Zentrum der Insel Manhattan. So, meine lieben Gäste, auf der Steuerbordseite sehen Sie das bekannte Empire State Building, der Inbegriff eines Wolkenkratzers, einer der höchsten Gebäude der Welt. Auf der 86. und auf der 102. Etage gibt es eine wunderbare Aussichtsplattform, wo Sie auch eine sehr beeindruckende Aussicht genießen können. Und das wurde 1931 eingeweiht.
in dieser Zeit hat man die Wolkenkratzer sehr, sehr schnell gebaut. Man hatte also viele Arbeitskräfte während der Weltwirtschaftskrise und man hat damals innerhalb von einer Woche 4 Etagen gebaut. Ist also sehr, sehr schnell gebaut worden. Und es gibt jedes Jahr einen Run-Up. Über 1500 Stufen rennt man dann hoch und es hat hintereinander 6-mal ein junger Mann aus Stuttgart diesen Wettbewerb gewonnen. Zu New York. 1610 ließen sich hier erste holländische Kaufleute nieder. Zuerst an der Südspitze Manhattans, das damals ja noch deutlich kleiner war als heute. Auf Manhattan folgte Brooklyn und so ging es dann peu à peu immer weiter. Heute leben in New York gut 8,5 Millionen Menschen. In Manhattan sind es alleine 1,7 Millionen. Damit ist New York die größte Stadt in den USA und im Ballungsraum sind es sogar über 20 Millionen, wie gestern schon erwähnt. Zum Vergleich, im Jahre 1700 waren es gerade einmal 5000 Bewohner hier. Zu Beginn hieß die Stadt auch New Amsterdam als Hauptstadt der neuen Kolonie der Niederländer. Als dann aber die Briten an die Macht kamen, wurde der Name in New York umgewandelt, welcher sich natürlich bis heute gehalten hat. Ihr Aufstieg zur Weltstadt begann 1825 mit der Fertigstellung des Erie-Kanals. Laut dem bekannten Forbes Magazine ist New York die Stadt mit den höchsten Unterhaltskosten in den USA. Am Central Park kann eine Dreizimmerwohnung mit 70 Quadratmeter schon mal mehrere Millionen Dollar kosten. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass Manhattan 1626 für 60 Gulden den Besitzer gewechselt hat, dann ist das doch schon eine gewaltige Wertsteigerung. Die Stadt, die niemals schläft, auch ein Mekka der Filmindustrie. Viele Filme mit Szenen in New York, ob Spider-Man The Day After Tomorrow oder Der Pate. Ich finde, wenn man hier durch die Straßen schlendert, kommen einem so viele Orte bekannt vor, eine Vielzahl natürlich durch die Filme. Für die Damenwelt brauche ich die Serie Sex and the City, glaube ich, nicht extra noch erwähnen. Die Bevölkerungsgruppen sind hier so bunt gemischt wie auf fast keinem anderen Fleck der Erde. Knapp 40% der Einwohner sind nicht in den Vereinigten Staaten geboren, davon 19% Lateinamerikaner, 9% aus Asien und knapp 6% aus Europa. Wirtschaftlich die Weltstadt natürlich das Zugpferd der USA, gerade was den Finanzsektor angeht. Die New York Stock Exchange mit dem Dow Jones, denke ich, jedem ein Begriff. Ein Foto mit dem Bullen im Börsenviertel, denke ich, im Börsenviertel, so muss es natürlich halten, denke ich, ein Muss für jeden Börsianer. Neben dem Finanzviertel in Upper Manhattan strotzt die Stadt ja nur so von Highlights und Sehenswürdigkeiten, was die 12 Millionen Besucher im Jahr auch, denke ich, mehr als widerspiegeln. Hier erspare ich mir jetzt das einzelne Aufzählen, finde aber persönlich den Central Park mehr als sehenswert, der deutlich größer und grüner ist, als man ihn so vorstellt. Aber machen Sie sich einfach selbst ein Bild heute oder die nächsten Tage von New York und Umgebung. Ich denke, viele schöne neue Eindrücke, die auf Sie warten. So viel zu New York, zurück zu uns, zum aktuellen Wasser. Derzeit noch fröstliche 9 Grad Lufttemperatur, Wasser 18 Grad, westliche Winde der Stärke 4, in Böen 6, Beaufort. Wie gesagt, ist jetzt noch bedeckt, die Sonne soll sich aber durchsetzen am Nachmittag und die Temperaturen auch zunehmen bis auf 12 bzw. 13 Grad. Diese Seite, an dieser Stelle noch die Hinweise, wie auch schon die letzten Tage, das Mitnehmen von Lebensmitteln von Bord ist nicht gestattet. Es besteht natürlich auch wieder eine Ausweispflicht. Und nicht schwer zu erkennen, auf unserer Steuerbordseite die AIDA Diva, die dann gegen 13 Uhr auslaufen wird. Nur falls noch jemand ein Foto machen will, der müsste sich beeilen. Das soll es für mich gewesen sein für den Moment. Ich wünsche Ihnen viel Spaß an Land und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Kapitän.